Wir sind wieder zurück, aber diesmal mit der letzten Folge 7 Days to Die. Die letzte Folge vor dem Blutmond auf jeden Fall. Ja, was können wir noch machen? Wir wollen noch mal ein bisschen Punkte sammeln, ne? Ja, ich bin schon dabei hier. Big Mama ist auch hier. Big Mama. Jo. Ja, mal gucken, wenn wir noch ein paar Punkte kriegen könnten, dass wir noch ein, zwei Levelchen ergattern. Können auch einfach den Stein hier wegprügeln. Oh, danke. Oh. Wo hänge ich denn hier fest? Ach, da. Du bist ganz schön leise. Na, warte. Oh, ich habe keine Ausdauer. Wieso bin ich leise? Weiß ich nicht. Man sieht ihren Schlüppi. Nice. Yeah. Schick mal einen Snap. Du musst selber her. Ich habe hier eine Tankstelle. Tankstelle? Ja. Ja. Tankstelle ist gut. Ja, ich habe mich gerade schon geschmiedet, Stahl abgebaut. Ist das hier, ist das hier Brechsand? Nee, das ist Lehm. Heißt das nicht Bruch? Bruchsand, Brechsand. Gebrochener Sand. Ich bin schon wieder voll, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, du alter Schluckspecht, du. Ja, nicht mal 5 Minuten geht die Folge, da ist die Alte schon besoffen, oder was? Ja. Wenn ich das Annegret erzähle. Annegret. Annegret. Ah. Habe ich mein Headset leiser gemacht? Stimmt. Ja, das hört sich doch schon besser an. Da bin ich beim Headset absetzen, wohl gegen den Regler vom Headset gekommen. Sachen gibt's. Nach dem Blutmond würde ich gerne mal wieder ein bisschen bauen. Also was Cooles machen irgendwie. Vielleicht auch mal so ein bisschen jetzt die... Aber schlecht tot kriegen hier, mein Gott, ey. Oh, danke, 1297. Oh, geil, was ist denn das für eine Holzkiste hier? Hast du hier überhaupt schon mal... Oh, was ist denn das für ein Buch? Säure ist eine sehr seltene Ressource. Ja, benutze ich mal. Was kannst du damit machen? Weiß ich nicht. War ungelesen. Ja, gut. Aber hier, ey. Dann wissen wir ja jetzt, welche neuen Abilities du drauf hast. Da oben ist auch noch eine Kiste. Alter, hier waren wir noch nicht, ne? 10 überladen. Ich glaube, du musst mal herkommen. Aber ich sammle gerade XP. Damit ich schlau werde. Ich habe mir überlegt, wir könnten ja auch mal anfangen, irgendwie unseren Bunker nach und nach hier zu verschönern. Ein bisschen was abzureißen und umzubauen. Mhm. Willst du denn abreißen? Ja, eigentlich will ich erstmal meinen Mixer bauen. Das hat eigentlich bei mir oberste Prio. Prio. Vergesst die Prio nur leider, dass das die oberste ist, wenn ich looten gehe. Nee, wenn du Hilfe brauchst beim Schleppen oder so, musst du sagen, ne? Komm ich vorbei. Ich bin 10 überladen jetzt. Ja, es passt doch noch. Du kannst auch Sachen ins Fahrrad schmeißen, ne? Ja, aber dann muss ich ja mit dem Fahrrad fahren. Ja. Dann will ich aber nicht. Ha, wusste ich's doch. Verflixt. Was denn? Da noch Tasche ist. Seitdem er das geschrieben hat, dass das so auch so mit ein bisschen Suchen und so, den guck ich immer richtig. Der Himmel zieht sich zu. Was ist denn jetzt los? Weiß ich nicht. Jasmin, ich habe Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Hm. Das ist aber ruhig. Ich bin so langsam, ey. Ganz schön ruhig ohne Zombies das Spiel, ne?
Ich habe hier Action gehabt. Ich kann mich nicht beschweren, ey. So ein bisschen hier wie Landschaftsgestaltung. Als hättest du so Landschaftsgärtner-Simulator. Ich mache hier alles schick und dann kommt hier ein wunderschöner Springbrunnen hin. Gucken, wo bist du denn überhaupt? Ach, hier. Jojo. Kurz vom Schneegebiet, Richtung Schneegebiet. Warst du denn schon im Klamottengeschäft? Nee, ich gehe jetzt erstmal zurück, weil ich bin 12 immer lang. Ich habe richtig gute Sachen. Ich habe 2 geschmiedete Stahl, dann wieder hier Ölschiefer, wieder diese mechanischen Teile. Zement. Seilvorschlaghammerteile, Federn, Benzin, sowas. Aus Schiefer können wir auch Benzin herstellen. Ich haue jetzt den Stein kaputt. Oh. Mehr Action gibt's hier gerade nicht. Ja, das Problem ist, ich bin ja 64 infiziert. Ich gehe davon aus, dass der Blutmond vielleicht sogar schon in diese Folge rutschen wird. Ja. Auf jeden Fall muss ich mal gucken, wie meine Infektion. Infektion. Ja. Hat du dir einen Splitter reingezogen? Das wäre ja schön. Wenn es nur ein Splitter wäre. Mit was hast du dich denn infiziert, Jasmin? Mit einem Virus. Mit einem Virus? Ich schenke dir einen Virus. Oh. Und Bakterien dazu. Oh. Danach musst du dich erbrechen. Auf einem dreckigen Klo. Ho. Alles Gute zu Weihnachten. Hier hast du die Grippe. So. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Hier bin ich auch nicht. Jetzt, wo ich raus habe, wie man das hier alles so ein bisschen machen kann, ist das voll geil. Ey, das ist so warm hier in dem Schlafzimmer. Jetzt, wo Jasmin gebildet ist, ist ihr Abenteuer aufregender als meins. Wie es mir scheint. Wieso? Schon immer. So. Ich versuche hier in den Stein ein Gemälde von mir selbst zu errichten. Muss ja nicht viel machen. Ne? Als Steinmetz. Ein dicker, unreiner Klumpen. Das langweilt mich. So. Ist das warm hier? Das ist so. Oh, das liegt an dem feuchtwarmen Klima hier mit dem Regen. Oh, sehr eklig, ey. Ja. Ja. Auf, oh, ich habe ein Rad. Aufmache. Ich habe ein Rad. Ab. Nee, ich habe ein richtiges Rad. Ab. Ach, Mann. Wo hat doch einer eine Marmel? Ah, du bist ja schon wieder zurück. Ja, ich muss das erstmal alles wegpacken hier. Ausprobieren, ey. Oh, ich habe keine Ausdauer, Jasmin. Wenn ich mit dem Sport aufgehört habe und nur noch Bier laufe, komm ich kaum noch die Treppe hoch. So, was haben wir denn hier? Das haben wir auch. Baue ich die falsch auf? Shit. Hm.
irgendwie das Gefühl, ich mache hier was falsch. Ja, dann lass das bitte. Laterne fällt! Hey, warum hast du die nicht abgebaut? Hä? Ich habe gedacht, da bleibt mehr liegen. Wieso hast du die nicht abgebaut? Habe ich doch, aber ich komme ja nicht höher. Da habe ich jetzt anderes von erwartet. Eigentlich stört mich diese Säule gar nicht. Mal ein bisschen Müll aufsammeln hier. So. Unser Dorf muss schöner werden. Miau. Miau. Mau? Mau. Was war das? Warst das du? Ja, ich hab gegähnt. Ach so. Ich dachte, das ist so eine neue Art von Zombie hier. Die Transsilvanien. Warst das du? Warst das du? Warst das du? Ah. Unser Dorf muss schöner werden. Unser Dorf? Unser Dorf. Bin tatsächlich am Überlegen, ob ich das hier wieder wegnehme. Weil das halt optisch irgendwie doof aussieht, ne? Boah. Kann man eigentlich aus Plastik machen? Reifen zum Beispiel. Können wir ganz viel Reifen machen. Du kannst aus Plastik kannst du machen. Abendschuhe, Auslösergruppe, Feuerstoßmod, automatischer Schrotflintengeschützturm, Batteriebank, Beistelltischlampe, Bergbauhelm, Bleibatterie fürs Auto, Compound-Armbrust. Die kann ich sogar schon herstellen. Stufe 2. Aha. Interessant. Das. Achso, ja. Rein theoretisch müsste doch unser Lager hier hinten sicher sein, ne? Wenn wieder gespuckt wird. Keine Ahnung. So. Also wir werden dieses Mal bestimmt... Ich gehe davon aus, wir kriegen Pilgeier. Heißt, ja, ist ja okay. Der könnte versuchen, da reinzukommen. Wird er aber hoffentlich nicht tun. Vielleicht die Seiten... Wenn wir... Warte mal. Beschreibbare Aufbewahrungskiste. So. Die Munition reicht drinnen und vorne, glaube ich, nicht. Oh. Meinste... Das glaube ich nicht. Wir haben weniger wie als vor letztes Mal. Das will ich einfach nicht glauben. Ja, wir brauchen Schießpulver. Schießpulver. Ja, wir können ja noch ein paar Pfeile machen. Wir sollten Was bringen Federn, wir denn die Pfeile? Federn und Steine sollten wir haben. Ja, für alle Fälle. Ich habe mal oben eine Kiste hingepackt, schon mal für Erste Hilfe für Blutmond. Mal so ein bisschen umsortieren. Machen wir noch eine Medikamentenkiste.
eine von Bären gewonnene Substanz, die für die Herstellung von Steroiden benötigt wird. Cool. Ja. Oh, oh, oh. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Kiste ist für unser Vorhaben überdimensioniert. Nee. Na unten, dann nehmen wir erstmal die guten Verbände. Drei Honig, ey. Aua. Dann kommen die schlechten Verbände. Dann kommt die Aloe Vera. Echt jetzt? Was denn? Ups. So. Nein. Jetzt aber keine Nägel, ne? Hast du Nägel? Hast du Nägel? Alubrot? Man müsste auch das Ding anmachen, ne? Mit Holz. Das Holz ist mittlerweile aufgeraucht. Ei? Ich meine, für Schießpulver in der Ding-Chemiestation, dann kann man das auch machen. Darf ich mal gucken? Ich hab's angemacht. Ja, darf ich mal gucken? Ja. Hey, das ist doch das, was ich gesagt habe. Ich dachte, du wolltest warten, dass wir Stapelschießpulver machen können. Nein. Ja, nee, so, nee, Kollege. Nee, ich habe das extra nicht gemacht. Nee. Doch. Du hast gesagt, du kannst das auch nicht machen. Du kannst die 500 noch was machen. Ja, du ja auch. Ja. Du kannst den 1000er Stapel ja nicht machen. Die Nee. Du hast vorgelesen, diese 1100 noch was. Hör auf zu lügen jetzt hier. Hä, bist du doof? Ich kann die 1000 und nicht machen. Bei Stapelschießpulver 1000 habe ich ein Schloss hinter. Darum geht es doch gar nicht, Stapelschießpulver, um normales Schießpulver. Ja, 500 und machst du, ne? Nein. Ich mache jetzt 1156. Hä, ich konnte nur 500 und machen. Du hast kein Holz reingelegt. Du kannst doch trotzdem gucken, wie viel du machen kannst, Jasmin. Ja, aber... Hä, nein. Ich konnte nur 500 und machen. Ich konnte nicht mehr machen. Verstehst du das jetzt nicht, ne? Nein, du verstehst mich nicht. Ich konnte, du kannst in der Aufnahme sehen, nur 500 und Schießpulver machen. Ja, das ist aber hier, du kannst zweimal Schießpulver machen. Einmal hier und einmal das, was ich ja gesagt habe, wo du nur 500 machen kannst. Ja, und ich konnte nur 500 machen. Mhm. Ich habe nichts gelevelt, also könntest du das auch machen, wahrscheinlich. Naja, wie auch immer. Ah, nee, hier oben. Alles muss die Frau selber machen hier. Wird sowieso zu spät mit dem Schießpulver wahrscheinlich. Ach, wir haben nur Zeit. Das ist ja Stunden hin. Jasmin. Ein bisschen mehr Optimismus. Wir haben tatsächlich nicht viele Pfeile. Kann das Dings hier. Ich bin gerade am Pfeile machen. Ach so. Ja, machst du es ja nicht. Ja, ich habe mir gerade die Federn rausgenommen und dann dachte so, hier ist das jetzt nicht. Nee, ich habe ja auch schon einige genommen. Na gut. Denn erklärt sich das ja von selbst, ne? So.
weiß zwar noch nicht, was wir mit 4 Kisten hier oben wollen, aber haben ist besser als brauchen, ne? Ja. Nein, das ist zu doof. Ach, komm. Egal. Schreiben wir es richtig. Dann wissen wir zumindest, was damit gemeint ist. So. Ich mach mal diesen Sicherheitsbeck, packen wir schlecht. Oh Scheiße, jetzt habe ich auch noch gekleckert. Oh, lecko mio, ey. Wolltest du die Munition komplett in die Tasche packen? Hä? Ich pack die in die Kiste. Beim Blutmond meine ich jetzt. Boah, weiß ich noch nicht, entscheide ich gleich. Okay. Warum? Weil sonst hätte ich oben was in die andere Kiste, aber eigentlich stimmt, wir können das komplett in die Tasche packen, ne? Ja, bevor wir da hin und her laufen. Eben. Aber, oh Gott, ey. Ich schwitze wie ein Elch hier, ey. Riechst auch so. Das bist du. Oh. Brauchen wir denn Rohr? So, dann will ich einmal kurz die Waffen reparieren hier, die ich nutzen werde. Das, das und die ist noch gut. So, brauche ich noch irgendwas? Eine Schrot, stecke ich die vorsichtshalber ein und mache die auch einmal heile. Ein Rohr. So, ich habe 2 Ersatzrohre. Pfeile, Bogen, haben wir alles. Hier, Pfeile, hier. Hier, ich hab dir Pfeile hingeschmissen. Ja. Ich mach mal mein Inventar leer. So. Reihenfolge. Den können wir doch gut durchscrollen. Ich nehme mir noch. Nee, brauche ich noch ein Rohr. Sollte eigentlich reichen, ne? So, jetzt brauchen wir nochmal Fressalien. Ja, gut, da fehlen mir jetzt Federn, ne? Ja. Federn haben wir irgendwie nicht mehr so viele, ne? Wir haben auch gar nicht mehr so viel Fleisch. Ne, die Federn habe ich jetzt aufgebraucht. Ich habe auch noch Pfeile gemacht. Damit habe ich jetzt 342. Ich habe 324. Ja, Fleisch hatte ich jetzt gekocht. Da müssten wir dann auch mal langsam wieder gucken gehen. Ja, ich merke das gerade. Aber Essen haben wir ja noch, das reicht ja. Kartoffeln, Maiskolben, Pilze. Dann haben wir noch 35 Pilze. Hast du jetzt die Munition schon eingesteckt oder was? Ja, für mich habe ich schon eingesteckt. 15, ne, könnten wir nur machen. Wie viel hast du dir von jedem genommen? Ich habe die Hälfte. Ja. Weiß ich doch nicht, was da. 450, 762 und 309 mm. Alles 2, also alles 34. Dann stell ja noch ein bisschen was her hier. Und 34 Kartoffeln. Hier ist noch ein Klinkfalle drin, ne? In der Werkbank. Wir haben noch eine? Da ist noch eine drin.
Die kann ich jetzt nicht mehr platzieren. Wusstest du das nicht? Nö. Okay. In der Werkbank? Ja. Boah, ich hab das so verrafft. Ich bin so doof. Bin so dumm. Jetzt kann ich die da nicht mehr platzieren, weil da alles voll mit Stacheln ist. Ach, Schande, Jasmin. Nimm's denn nächstes Mal. Ja, Schande über mein Haupt. Nächstes Mal wird besser. Gemüseeintopf. Jo, da kommt der Rest dann wieder rein. Ich mach mal noch 15 Gemüseeintöpfe, ne? Weil wir vom Fleisch nicht mehr so viel haben. Ja, ich hab doch voll viele Töpfe, Eintöpfe. Ja, Essen ist immer gut. Und hier ist noch alles im Anbau. Mangelt oft an Pilzen, ne? Nochmal Beet und Felderblock da und dann können wir das nochmal ein bisschen neu aufteilen. Hatten wir nicht noch? Nee, haben wir nicht. Habe ich schon verbaut. So, das heißt Beet. Und da möchte ich 4. 20 Fleisch. Denn Nitrat wären dann 48, glaube ich. Naja, wir bauen es irgendwann mal an. Du hast das gesamte Nitrat verbraucht? Denke ich. Hm. Warum? Ja, ich wollte noch Felder bauen, aber kann ich jetzt nicht. Ja, erstmal brauchen wir Munition. Das kann man auch alles noch suchen gehen dann wieder. Die Felder werden eh gleich Schrott gemacht von den Krähen, wollte ich gerade sagen. Meinst du? Das sind ja Dodos, die kommen ja gar nicht aufs Dach, ne? Mhm. Hast du da was drüber gemacht schon? Ah, ich hab gegen den Betonmischer gehauen. Nein, ich hab da nichts drüber gemacht. So. Ich hab das alles so gelassen, wie es ist. Da kam Andreas und sagte, halt, stopp! Der bleibt alles so. Weiß, wie der heißt, ey. Wusstest du das nicht mehr? Nee, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Oh, wie spät ist denn das da in dem... Ich kann das gerade nicht sehen, weil ich hier an der Chemiestation 19 bin. 19.40 Uhr. Und wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Halbe. Ja, so kurz vorm Blutmond mit viele Probleme war jetzt nicht so spannend, ne? Vorbereitung halt, ne? Ja, Vorbereitungsphase. Aber es sieht so aus, als wird doch nächste Folge der Blutmond, ne? Ja, hier Munition können wir wieder wegmachen hier. Kommt denn was anderes rein? Lego-mäßig. Ich habe hier halt noch kein richtiges System, was mir gefällt. Das kommt noch. Ja. Also wir haben auf jeden Fall Ärztehilfe jetzt oben beim Blutmond, ne? Ärztehilfe? Ja, Ärztehilfe. Mhm. Ja. Nicht zu verwechseln mit den Erzen, die wir, die Erze, die wir bei den Schmelzöfen haben. Mhm. So. Da wollten die immer durch. Ich hoffe, das lag wirklich an den Stangen und dass die Mauer da hinten hoch war. Dass die jetzt nicht mehr darum prügeln. Da ist soweit alles Beton.
telefoniert. Ach boy, ey. Das ist die Händlerkiste. Hm, ich kann mich davon noch nicht trennen. Nee, das geht nicht, Jasmin, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Da gibt nur Ärger mit der Gewerkschaft. Mhm. Hm. Ja, Munition läuft, ey. Huch. Ich würde auch eigentlich gerne... Weißt du, auf der oberen Etage, wo jetzt hier die Pflanzen sind, ne? Mhm. Wollen wir uns hier eine richtige Küche bauen, vielleicht? Wenn das hält. Ist noch ein bisschen... Müssen wir dann wahrscheinlich ein bisschen vergrößern oder umsetzen, die Blöcke. Und dann machen wir hier eine richtige... Kann man da eigentlich auch einen Backofen und so hinstellen? Da kochen? Nee, ne? Geht alles nur übers Feuer, oder? Ja, geht nur übers Feuer. Das ist schade, ey. Wäre cool, wenn man da einfach nur antippt. Aber so das wie beim Feuer. Es wäre halt schon geil, wenn wir uns oben so eine Art Küche machen würden. Dann haben wir Werkstatt, Küche, Schlafzimmer brauchen wir noch. Eine Terrasse wäre noch geil. Irgendwie. So eine richtige. Alter, ich bin 70% infiziert, ne? Und was auch geil wäre, was ich mich aber nicht traue, so ein Rundbogen wie hier, hätte ich hier auch gerne drinne. Aber ich traue mich nicht, das wegzunehmen. Ich bringe mich jetzt um. Vielleicht, wenn das mal betoniert ist. Verliere ich zwar wieder. Nein, du verlierst XP. Ja, ich bin bei 70%. Ich sterbe so oder so. Jasmin, es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Mann, ist doch egal. Tu es nicht. Ciao, Kakao. Jasmin, nicht. Kack es aus. Jasmin, bitte. Ich hau dir in den Bauch. Das sah aus, als hätte ich dich voll weggeklatscht. Das ist halt blöd wegen den XP, aber ich würde sowieso sterben. Und das ist ein bisschen blöd, wenn ich dann im Blutmund sterbe. Ja, ist ja richtig. Wir haben halt kein Antibiotika. Oh. Ist gar nichts an. Ich mag gar nicht hinschauen. Ja, ich guck weg. Alles gut, du brauchst keine Basic rausholen. Bin doch angezogen. Ja, jetzt. Erst hattest du nur ein Basie in der Hand. Warte mal, ich glaube mal, was wäre da wieder drin, ey. Alter, was machst du denn da drinne? Ich höre mir die coolen Beats an. Endlich. Nein, verdammt! Ah! Ich habe die falsche Kiste genommen. Ich dachte, du willst zur Munitionskiste. Wollte schnell wechseln. Ah, ich Schelm, ich kleiner Frechdachs, ich. Was machst du denn da? Ach so, ja, was ich mir noch gar nicht genommen habe. Und was ich noch gar nicht gemacht habe. Verringert die Spannung deiner Schrotflinte. Geil. Geht das auch bei der Schrotflinte? Schrotflinte ist ja Einzelschuss, dann wird das wahrscheinlich nicht gehen, aber man könnte das verwenden oder... So ein 8-fach-Zielfernrohr auf die Schrotflinte. Aber glaube ich noch in der Munitionskiste. Warte
mal, dann müssen wir das mal modifizieren. So, ich lade schon mal meine Waffen durch. Die ist voll. Was machst du denn jetzt noch alles? Ich will was gucken. Okay. Ja, jetzt können wir nichts mehr reißen hier, ne? Ich hätte jetzt nichts, was ich jetzt hier spontan noch anfangen wollen würde zu bauen. Irgendwie hat das was mit dieser Steinsäule in der Mitte. Das Gewitter kommt. Jasmin, gleich geht's los. Aber ich würde sagen, wir sind bei 36 Minuten und der Blutmond ist lange. Deswegen kommt der Blutmond erst morgen. Ja, was ist das? Ich meine. Ja, aber das wird sonst, glaube ich, zu lange. Dann würde ich sagen, wir machen hier schnell einen Cut, dann machen wir den Blutmond und dann schauen wir, wie es weitergeht. Jawoll. Dann gucken wir mal, dass wir mal ein paar neue Witze rausgraben aus der alten Kiste. Denn wir haben ja schon lange keine guten Flachwitze mehr gehört, ne? Gibt doch keine guten Flachwitze. Und ich lese ja immer die 12.000 Kommentare. Yo, was ist mit den Flachwitze los? Wir vermissen die Flachwitze. Echt? Davon habe ich noch keinen Kommentar gesehen. Ich schreibe nachher einen. So selber drunter geschrieben. Hey yo, ich vermisse deine Flachwitze. Hey yo. Hey yo, Bruder. Nee, alles klar. Denn ich hoffe, ihr seid beim Blutmond mit dabei. Ihr könnt diesmal ein bisschen kritisch werden. Also wenn er so stark ist wie letztes Mal, ausgestattet wie wir sind, sind wir am Arsch. Ob wir am Arsch sind oder nicht, seht ihr morgen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.